Einen wunderschönen guten Abend, liebe Messerfreunde. Donnerstag, ja, nicht Samstag, Donnerstag. Und ich mache hier mal ein ganz fixes kleines Unboxing. Ihr kennt bestimmt noch diesen süßen kleinen Stachel von Jens Ackermann, den ich euch mal in die Kamera gehalten und hochgelobt habe. Und ich habe vor kurzem Jens gefragt, ob er nicht irgendwas anderes momentan im Angebot hat, das er veräußern würde. Er hat mir Bilder von drei recht schicken, was heißt recht, von drei sehr schicken Messern gezeigt. Eins davon hat mir so gut gefallen, dass ich mich im Grunde gleich dafür entschieden habe. Aber ich habe mal ganz frech gefragt, ob er mir nicht alle drei schicken würde. Ich würde mir die gerne mal angucken und sie vielleicht auch in einem Video featuren oder zwei, drei Videos, je nachdem, wie ich dazu komme. Gesagt, getan. Ihr fand die Idee cool. Und heute kam das Paket. Aus Datenschutzgründen. Würde ich sagen, gucken wir mal ganz fix rein. Ich werde jetzt die Messer nicht groß besprechen. Einfach nur mal kurz auf den Tisch legen, dass ihr seht, was da auf euch zukommt in der nächsten Zeit. Und ja, wenn es klappt, ich hätte gerade mit jemandem in E-Mail-Kontakt, gibt es auch noch eine kleine Überraschung. Aber boah, das sehen wir dann, ne? Also, gucken wir ganz kurz rein. So, soll es gewesen sein. Ah ja, er hat darauf bestanden, zu dem Messer hier noch eine Lederscheide zu machen, weil die Kydex ein bisschen Spiel hat und klappert. Hab's mir angeguckt, Jens, wie schon im Messenger geschrieben, absolut halb so wild. Da finde ich es schlimmer. Achtung, Trigger, dass eine Niete fehlt. Aber die habe ich auch noch rumliegen. Insofern überhaupt kein Beinbruch. Das passt so. Das passt. Ich finde die Sargform von der Scheide finde ich ganz lustig. Ich finde jetzt die passenden Cowboy-Stiefel dafür, um das im Schaft zu transportieren. Okay, legen wir es einmal einfach auf den Tisch. Eins, ja, das mit dazu. So. Allein die kräftige. Das ist schon ein gewisser Unterschied. So, dann haben wir hier in einer schönen Lederscheide. Ist die selbst gemacht oder ist die gekauft? Weiß nicht. Spielt auch, glaube ich, keine Rolle. Sie funktioniert. Und da haben wir noch das andere. Das ist mal ein Handgriff, ist mal eine Ansage. Jo, den kennt er schon. Die drei werde ich euch vorstellen. Und dann sehen wir weiter, wa? In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Abend. Bleibt gesund. Ich werde hoffentlich bald nochmal gesund. Scheiß Erkältung. Und stay sharp. Ich mache mich dünne.